Hallo ihr Lieben, frohes neues Jahr und willkommen bei Firewatch. Ja, wir haben jetzt Everlight im letzten Jahr fertig aufgenommen. Ihr habt jetzt gestern erst den letzten Teil gesehen. Und da sich Anuman Games noch nicht gemeldet hat und ich mich jetzt dem aktuellen Trend für Black Mirror nicht anschließen wollte, ja, schiebe ich Firewatch dazwischen. Die Entwickler haben allgemein nichts dagegen, dass man da auf einer macht. Daher werde ich das einfach tun. Gucken wir uns gerade mal kurz die Einstellungen an. Untertitel Deutsch. Deswegen, ich werde das Spiel nicht übersetzen. Es ist sprachlich erstmal auf Englisch. Ich werde Untertitel anzeigen. Ich werde die Musik ein wenig runterdrehen. So. Kopfbewegung, Standardkarte, neues Ziel, Hinweis anzeigen. Gut, 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 gut. Ja, es ist also hauptsächlich auf Englisch. Wir haben Untertitel. Ihr könnt jederzeit abstoppen, im Gegensatz zu mir. Und ich kenne das Spiel schon von anderen Let's Playern. Aber ich werde dann mal gucken, wie ich da durchkomme. Insofern wünsche ich euch viel Spaß. Und los geht's. Neunzehnhundertfünfundsiebzig, Boulder, Colorado. Okay. Okay, ich sehe Julia. Sie ist ungefähr in deinem Alter, Ende 20. Sie unterhält sich mit gut gekleideten Professoren und Studenten von der University of Colorado Boulder. Du, Henry, bist mit deinen Kumpels einen trinken. Du gehst zu ihr. Du bist betrunken. Also, was ist dein Hauptfach oder du siehst gut aus? Fallen wir mit der Tür ins Haus? Ja, why not? Ist blau. Du siehst gut aus, antwortet sie unbeeindruckt. Du siehst nicht gut aus. Du hast jetzt schon einen Kater. Was? Entgegnest du ihr verwirrt? Du könntest bestimmt einen Cheeseburger vertragen, sagt sie. Sie winkt einen Kellner heran. Eine Woche später seid ihr zusammen. Ach ja. Haben einen Rucksack. Okay. WASD, übliche Steuerung. Tschüss Aufzug. Tschüss Mülltonne. Kann ich mich da umgucken? Yep. Komme ich da hoch? Wahrscheinlich nicht. Schön detailliert gemacht. Da hinten. Kartons, Mülltonne, Kartons. Können wir rennen? Nein. Kommt mir ein bisschen tapsig vor, unser Protagonist. Hier oben sehe ich Gitter, da kommen wir nicht raus, aber es scheint die Sonne. Ich gehe mal von früh am Morgen aus. Na, dann wollen wir mal zum Auto. Rucksack einladen. Er hat einen Ehering an. Ihr seid schon ein Jahr zusammen. Sie macht dich wahnsinnig. Das ist toll. Ihr zieht zusammen in eine Wohnung nahe der Universität mit Blick auf die Berge. Ihr trinkt Bier auf der Dachterrasse. Eigentlich trinkt ihr überall Bier. Das Leben ist schön. Julia möchte einen Hund. Okay. Es gibt einen verwahrlosten kleinen Beagle. Julia verliebt sich sofort in ihn. Sie möchte ihn mit in den Unterricht nehmen. Es gibt auch einen bedrohlich wirkenden, aber sanftmütig blickenden Schäferhund. Wenn Julia diesen Hund ausführen würde, könnt ihr nicht so zustoßen. Es ist ein imposantes Tier. Ihr entscheidet euch für den Beagle. Sie tauft ihn Bucket. Ihr nehmt den Schäferhund, nennt ihn Mayhem.
Ja. Wenn sie den Beagle so haben will, nehmen wir den Beagle. Bucket ist ein guter Hund. Nach einer Woche denkt ihr gar nicht mehr über den anderen nach. Julia liebt ihn. Du auch. Der Hund schläft im Bett. Zwischen euch. 1979. Ihr unterhaltet euch auf der Dachterrasse. Es ist Sommer. Es ist 22:30 Uhr abends und die Betonwüste unter euch glüht immer noch. Was hältst du von Kindern? Fragt sie. Kinder? Die sind nicht sehr schlau oder zu irgendwas nütze. Ich meine, ob wir welche haben wollen. Ein paar kleine Dummköpfe. Wäre schön oder eines Tages, wozu die Eile? Er klingt jetzt nicht so begeistert. Warum Eile? Der Blick schweift in Richtung der Berge. Es bleibt ja noch genug Zeit, oder? Dir vielleicht. Mach dir keine Sorgen, beruhigst du sie. Du sagst, sie habe den Körper einer Erstsemesterin. Das haben meine Eierstücke nicht mitbekommen, tut sie deine Bergen mit einem Lachen ab. Eines Tages. In Ordnung? Gut, eines Tages, sagt sie. 6 Monate später hältst du an deinem Sonntagmorgen im Bett um ihre Hand an. Okay. Wir sind da, wo auch immer das ist. Wahrscheinlich kommen wir daher. Also wir werden uns Zeit lassen, nur mal so. Ich weiß jetzt nicht. Aha. Low, mild, extreme. Extreme Fire Danger today. Prevent Forest Fires. Also verhindert Waldbrände. Okay, ich werde doch vielleicht ein bisschen übersetzen, wenn es sich einbinden lässt. Ja, ich werde mich umgucken, soweit wie es geht. Ich weiß nicht, inwieweit mir das Spiel da Zeit lässt. Ich hoffe aber, dass es mich nicht hetzt. Was haben wir hier? Two Forks, Region Oversight. Okay. Die Musik ist immer noch sehr laut. Fortsetzen. Wapiti Meadow. Wapitis sind sowas wie Rentiere, also Geweih auf dem Kopf und so. Dann Verbessern. Supply Drop. Beartooth Point. Two Forks Lookout. Thunder Canyon. Also wir werden die Karte, soweit ich das noch in Erinnerung habe, fast vollständig erkunden bis zum Ende des Spiels. Do not forget to check in. No fireworks. Keine Raketen. Kein Feuerwerk. You're in their country. Learn to live with bears. Also lerne mit den Bären zu leben. The trail is not recommended for inexperienced hikers. Also dieser eine Weg ist nicht für unerfahrene Wanderer. Therefore is a primitive backcountry trail. Also das ist mehr so ein Trampelpfad, weniger ein richtiger Wanderweg, ausgebauter. Sollte man wissen. Aber schön, gefällt mir. Vögelchen. »1980. Es ist Donnerstagabend und Julia hätte schon seit 4 Stunden zu Hause sein sollen. Sie ruft dich an.« »Sie ruft nicht an. Du machst dir Sorgen und wirst immer wütender. Sie kommt nach Hause, als du schon im Bett liegst. Sie ist nicht wirklich betrunken, hatte aber offenbar einen schönen Abend. Ihr streitet euch, als sie ins Bett kommt. Du wirst sauer, du ignorierst sie. Wenn man anfängt, den anderen zu ignorieren, dann ist es eigentlich schon zu spät.« Wenn man sauer wird, heißt es immer noch, dass es einen wirklich kümmert. Du bezeichnest sie als rücksichtsloses Arschloch. Leck mich doch, brüllt sie. Stell dich nicht so an. Du bezeichnest sie als egoistisch. Sie weiß, dass du es ernst meinst. Es verletzt ihre Gefühle. Nicht gut. 81. Julia zeichnet immer noch gerne. Sie zeichnet die Pflanzen, die sie erforscht. Sie zeichnet alle Orte, die ihr besucht. Sie zeichnet dich. Du spannst deine Muskeln wie He-Man an. Du tänzelst herum wie ein Victoria's Secret Model.
Na, Mama, Mama, hier die He-Man-heroische Pose hier. Du siehst toll aus. Na, wirklich? Okay. So. Aha, wir haben Abend. Schön, wirklich schön. Gefällt mir. Das haben wir hier Two Forks Fire Lookout. Noch 13 Kilometer. Okay. Leertaste über Hindernisse. Klettern, alles klar. Und tschüss. 82. Wir sind jetzt schon 3 Jahre, nee, 10 Jahre zusammen. Wann hat es angefangen? 72, 79. Ich habe nicht aufgepasst. Am Sommerabend geht ihr gerne mit Bucket spazieren. In der Stadt ist ein Festival. Es zieht Besucher von überall an. Einer von ihnen versucht, euch mit einem Messer auszurauben. Er tritt Bucket. Bubafa, verdammt, der Hund, schreit Julia. Sie ist aufgeregt, in Stresssituationen stottert sie schnell. Du stellst dich dem Angreifer entgegen. Du jagst ihn davon, du polierst ihm die Fresse. Wir jagen ihn davon. Es bringt einfach nichts. Du greifst in deine Tasche, als hältst du eine Waffe und drohst, ihm umzulegen. Du schaffst es, euch alle drei an Angst zu jagen. Ach du Gott, er haut ab. Julia schlägt vor, ab jetzt einen anderen Weg zu nehmen. Du stimmst ihr zu. Hier möchtest du auch nicht mehr spazieren gehen. Von da an spaziert ihr am Fluss entlang. 84. Eure Arbeit kommt die Nachwuchsplanung in die Quere. Nein, eure Arbeit kommt der Nachwuchsplanung in die Quere. Julia wird ein Job in Yale angeboten. Yale liegt in 3000 Kilometer entfernten Connecticut. Sie wäre dort stellvertretende Fachbereichsleiterin. Sie möchte umziehen. Du auf keinen Fall. Du überredest sie, das Gebot abzulehnen. Du bist einverstanden, wenn sie pendelt. Fernbeziehungen gehen nie gut. Immer egoistisch. Das war in beiden Fällen egoistisch. Aber das kann nie funktionieren. Die Distanz macht alles kaputt. Du sagst ihr, dass ihr dann keine Kinder haben könnt. Sie entgegnet, es sei Unsinn. Sie hat vollkommen recht. Sie fragt, ob du hier bleiben möchtest, wenn sie den Job annimmt. Du sagst ja. Auch das ist Unsinn. Aber sie beschließt, den Job nicht anzunehmen. 85. Julia soll nach einem Vorfall in Boulder beurlaubt werden. Sie ist ausgerastet, weil ein Kollege sich Bücher von ihr geliehen hatte, die sie für ihre Forschung benötigte. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, dass sie ihm die Bücher 2 Tage zuvor mit Freude geliehen hatte. Ach nee, man fand sie weinend im Treppenhaus. Du findest, ihr solltet vielleicht mit jemandem darüber reden. Ihr macht Macaroni und versucht bei einer Flasche Wein, das zu verdrängen. Nee. Verdrängen ist nicht gut. Nach unzähligen Arztbesuchen und Tests stellt sich heraus, dass Julia unter Demenz im Frühstadium leidet. Sie ist 41. Ihr beschließt, vorerst niemandem davon zu erzählen. Ein bisschen Camping, eine Laterne, Tagebuch. Na, mal gucken, was drin steht. Okay. Das ist wohl Ihr Tagebuch. Bucket wird langsam alt. Julia findet es gut, dass er ruhiger wird, da er nun im Haus weniger anstellt. Eine Woche später kehrt sie zur Universität zurück. 87. Julias Zustand verschlimmert sich. Sie kann sich im Unterricht an nichts mehr erinnern. Ihre Forschung liegt in Scherben. Sie fährt ohne Grund mit dem Auto in die nächste Stadt und muss von der Polizei nach Hause gebracht werden. Sie ist am Boden zerstört. Sie wird dauerhaft krankgeschrieben. An manchen Tagen ist sie die Julia, die dich als Trottel bezeichnet, eure ungeborenen Kinder als kleine Dummköpfe.
An anderen Tagen hast du es mit einer Fremden zu tun. Sie zieht dich ins Bett, um Liebe zu machen. Nach 5 Minuten gerät sie in Panik, weil sie glaubt, ihr Vater steht an der Tür. Du erzählst ihren Kindern von ihrer Krankheit. Ihren Eltern. Sorry, oh Gott. Du erzählst ihren Eltern von ihrer Krankheit. Ihre Eltern sind niedergeschmettert und fliegen schon bald regelmäßig nach Australien. Aus Australien zu ihr. Eine Weile lang besuchen eure Freunde euch und bringen kleine Geschenke zur Erfeiterung mit. Ihr Zustand verschlimmert sich weiter. 88. Du verbringst deine Tage damit, dich zu Hause um Julia zu kümmern. Du zählst die Sekunden zwischen den 2 wöchentlichen Besuchen von Julias Pfleger Daniel. Er meint, Julia sollte woanders wohnen, damit sie rund um die Uhr betreut werden kann, in einem Heim. Der Gedanke beschäftigt dich über die nächsten paar Monate. Du beschließt, dass sie in einer Betreuungseinrichtung besser aufgehoben ist, oder du bist fest entschlossen, dich selbst um sie zu kümmern. Demenz ist eine ganz miese Sache. Die werden wieder wie Kinder. Du musst 24/7 auf die Leute aufpassen. Aber wir kümmern uns selbst um sie. Wo sind wir jetzt? Okay, da kommen wir nicht zurück. Kleiner Teich. Es ist mies, wenn jemand aus deiner Familie oder dein Partner dich plötzlich nicht mehr erkennt. Das ist eine ganz grausame Sache für beide Seiten. Ein Hirsch. Sie ist unglaublich schwierig. Am schlimmsten ist es, wenn du sauer auf sie wirst, weil sie mal wieder versucht hat, selbst zu kochen. Du kannst nichts ohne sie tun und sie kann nichts ohne dich tun. Wenn sie sich schlafen legt, bleibst du noch ein paar Stunden wach. Du trinkst auf der Dachterrasse. Im Sommer schaust du Baseball, im Winter Basketball. Aber dabei trinkst du. Du verlässt nun öfter das Haus, nachdem du sie ins Bett gebracht hast. Beim ersten Mal machst du dir Sorgen, sie könnte aufstehen und herumlaufen, während du weg bist. Du stellst einen Stuhl vor die Schlafzimmertür und vertraust darauf, dass sie tief und fest schläft. Wenn wir die einsperren und die wacht auf, gerät die in Panik. Du gehst immer wieder in dieselbe Bar am langweiligen Ende der Pearl Street. Es ist nett dort. Nach und nach vertraust du dich der Barkeeperin Shayla an. Es hilft dir, alles zu verarbeiten. Du kommst mehrmals pro Woche erst um 1 Uhr nach Hause. Du freust dich auf diese Abende. 89. Eines Abends gerätst du in eine Alkoholkontrolle. Du hast über 1 Promille und verbringst die Nacht auf der Polizeistation. Du überlegst es zu verheimlichen, erzählst es dann aber deiner Schwägerin Susan. Julias Eltern nehmen den nächsten Flug von Australien. Der Zustand eures Hauses macht sie fassungslos. Sie teilen dir mit, dass Julia ab sofort bei ihnen wohnen wird. Du widersprichst nicht. Du willst sie bald besuchen. Ein paar Wochen vergehen. Der Sommer steht bevor. Du siehst eine Stellenanzeige in der Zeitung. Du nimmst den Job an.